Leute, schön, dass ihr wieder rein und zu einer weiteren Folge von Walheim. Ich bin hier noch beim Dorf. Und da sind bestimmt noch so ein, zwei Jungs. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Berserker hier erledige. Gut, da hinten in der Ecke, ne? Da werden noch ganz viele rumrennen. Sicher sogar. Die Frage ist, ob mir hier da hinten sehe ich schon wieder ein. Mücke ist hier auf jeden Fall auch am Start. Oh, da ist noch so ein Schamanmann. Und da ist Down. Yes, guck dir das an. Da, 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 da. Irgendein Sterne-Dude bei euch vorbei, nee. Dabei, vorbei. Achtung, ich will die Gerste nicht zerstören. Das wäre wirklich schade drum. Guck mal, die kannst du ja schon mal einsammeln. Gib mir die geile Gerste. Gerstentime. Sehr schön. Mal reingelutzt? Ja. So, die nehme ich mit. Ah ja. Oh, wieder übelst Schaman City hier, oder? Ja. Komm du mal her, Alter. Und? Gut, ja. Er macht jetzt halt nicht Alarm hier, ne? So. Geil, den habe ich auch schön ins Feuer reingeballert. So, die hast du schon. Guck mal, das hier. Bitte weg damit. Das brauche ich wirklich alles nie, Leute. Tschüss. Ciao, wie Maui. Ciao, wie ciao. Auf jeden Fall ordentlich Kisten sind die hier. Aber immer noch kein Hinweis auf einen sogenannten Boss. Das wäre richtig toll. Also hinten könnten jetzt noch Dudes sein, ne? Ist hier irgendwas? Nee. Also wie gesagt, Kisten ohne Ende. War hier nie noch eine Mücke? Guck mal, die hier. Scheißendreck, Leute. Hier ist wirklich nichts, ne? Kein Hinweis auf diesen Boss. Das ist natürlich traurig. Gut, da oben könnte man noch mal gucken. Ich weiß nicht. Das könnte natürlich auch sein, aber. Ach, schade. Ich hatte mich jetzt wieder so ein bisschen drauf. Wie soll ich denn sagen? Als ich drauf versteift, dass das hier. Wir jetzt hier mal so einen Hinweis bekommen. Schade, Leute. Super schade. Okay, Crashbärenhammer, na prima. Okay, Flachs war ja nie, oder? Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ich habe alles, ne? Okay, das Ding ist, es ist da natürlich auch mal ein bisschen mit Arbeit verbunden, so ein Dorf zu bereinigen, ne? Und da mal richtig aufzuräumen. Und so. Deswegen ist es dann auch so schade, wenn man dann irgendwie nichts findet, was man gerne sucht, so, ne? Ich meine, ein bisschen Gerste habe ich, das ist auch alles toll. Vielleicht habe ich auch was Offensichtliches noch übersehen hier in dem Biom. Das kann, oder irgendwas noch gar nicht entdeckt, wo das einleuchtender wird. Wow, guckt euch das mal an. So richtig unheimlich. Du bist nass. Prima. Schade. Sehr, sehr schade. Gut. Dann hau ich wieder ab. Aber vielleicht, wahrscheinlich muss ich in dem Biom doch nochmal ein bisschen weiter gucken jetzt, ne? Oder in dem Gebiet. Ja, so langsam gehen mir ein bisschen die Ideen aus. Also ich müsste halt. Boah, die Kisten sind voll, Leute. Müsste ich halt, ja, also wenn, dann müsste ich nochmal ein Biom suchen. Nochmal die Ebenen. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Der kann es auch nicht sagen.
was da genau abgeht. Okay. Ich habe jetzt aber schon übel heftig hier, ne? Gelöt. Dankeschön. Vielleicht gleich nochmal kurz die Öfen anballern. Ich brauche mal die bald. Achso, und diese Trophäe da, spezial. Stimmt, oder? Da ist er. 5 Stück haben wir jetzt. Prima. Ich weiß natürlich auch nie, wie viel ich davon brauche. Deswegen wäre es ja so wichtig, abzuchecken, wo überhaupt der Boss ist, damit ich so ein bisschen Überblick bekomme, ne? Ach, okay, Leute. Ich hatte so ein bisschen gehofft, da wir jetzt ja doch schon so, ich hatte jetzt schon ich hatte schon das Gefühl, viele Ebenen entdeckt, um da so, ohne Maus. Um da, weil ich dachte, das reicht dann, die Biome, die ich da schon entdeckt habe von den Ebenen. Ich frage mich halt, ob es Sinn macht, das Aha-Portal noch mal zu schnappen, um hier noch mal reinzurennen. Das könnte man machen, Leute. Weil jetzt, wo war ich jetzt? Ich habe es schon wieder vergessen, ne? Ich war jetzt bei Portal Moin, ne? Hieß es. Da unten irgendwo. Ja, ihr könnte jetzt natürlich noch mehr sein, ne? Wenn ich da lang gehe. Das kann natürlich alles sein. Aber vielleicht mache ich das noch mal. Dass ich jetzt hier das Aha-Portal nochmal hole. Ja, ich versuche es ein bisschen. Ich versuche erstmal das zu nehmen, was ich halt habe, ne? So, einmal muss ich nochmal ganz kurz. Ne, wir haben den Garten erst gemacht, oder? Ich guck mal kurz. Sorry. Ein bisschen durcheinander wieder. So viele Wege gerade in meinem Kopf, wo ich alles hin will. Ja, irgendwie ist es auch angenehm, wenn der Garten noch nicht fertig ist. Ich habe auch gerade gar nicht so Bock auf diese Gartenarbeit. Oh, da wünscht man sich dann doch manchmal so einen kleinen Mechanismus, wo das so automatisch dann mal funktioniert, ne? Okay, passt auf. Aha. Wir haben soweit alles. Ich nehme das Aha-Portal. Geh über die Flüsse drüber und setz das ein bisschen näher an die Ebenen ran. Da muss ich dann natürlich... Nee, du musst natürlich erstmal das Aha-Portal mitnehmen. Dann die Werkbank. Und dann gehen wir in die Richtung. Ne? Es ist natürlich ein Stück. Aber... Ja, der Weg sieht immer länger aus, als er dann am Ende ist, ne? Hauptsache, wir sind ein bisschen näher dran. In dem Düsterwald habe ich jetzt nicht mehr so Angst zu sterben. Also selbst wenn jetzt hier ein Troll kommt, werde ich den easy wegprügeln, Leute. Sag's euch. Und auch im Nahkampf. Da werdet ihr überrascht sein. So, guck mal, einmal über den Fluss darüber. Genau. Wie gesagt, das ist ein kleines Stück. Da kann ich ohne Nein sagen, ne? Wenn die hier so offensichtlich rumliegen. Das geht nicht. So, dann einmal hier rüber. Das schaffen wir doch hoffentlich. Jo, sieht gut aus. Okay, ein Stück noch. Dann könnte ich das eigentlich auch bei der Grabkammer aufsetzen vielleicht. Dann hätte ich nämlich dort auch einen Punkt, wo ich dann mich zurückziehen könnte, wenn was wäre. Okay, hier gucke ich natürlich kurz rein. Aha, hier war es schon mal, Leute, ne? Seht ihr das? Irgendwas dabei, was interessant ist? Nö. Okay, ciao. So, kein Troll hier.
Ich hätte es euch ja gerne mal gezeigt, die Nummer, aber ich wäre nie herausgefordert. So. Du, tschüss. So, dann noch einmal hier rüber. Und okay, Ausdauer wäre geil. Ach, guck mal, da ist ein Troll, Leute. Und es ist sogar auch ein Sternetroll, ne? So, jetzt kommt die große Revanche, Leute. Schön mit Schild. Jetzt! Ciao! Ja, gut, also. Ich meine, es war aber ein Sternetroll immerhin. Und hat er seine Waffe noch gewechselt? Das sah doch gerade vom Weiden so aus, als hätte der einen Stamm in der Hand, oder? Okay, ich gehe mal dahin zu der Grabkammer und würde dort mal dir das Aha-Portal aufbauen. Da, 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 da. Werkbank. Und Portal daneben. Geil. So, dann hier natürlich, klar. Portal, aha. Der Name, ey. Okay, das hätten wir. Fantastisch. So, haben wir noch Zeit? Ja. Jetzt gehen wir hier nämlich rein. Relativ easy. Die Nummer ist jetzt durch. Wir sind wieder ein bisschen näher dran. Und jetzt, Spiel, hätte ich gerne einen Hinweis auf den Boss. Das wäre so der Moment, wo ich sage, ich wäre bereit. Das wäre richtig toll. Guck mal, ich habe das erste Mal, über sowas freue ich mich ja. Ich habe das erste Mal alle drei Nahrungsmittel genau auf dieselbe Ablaufzeit geschafft. Guck mal, 15, 15, 15. Was wiederum zur Folge hat, dass ich alle drei gleichzeitig schnabulieren kann. Das ist doch wirklich ein richtig toller Moment. Okay. Gut, außer Loxe sehe ich hier gerade gar nichts. Da hinten ist natürlich wieder Ozean. Kann natürlich sein, dass hier jetzt auch wieder nichts los ist, ne? Doch, da hinten ist ein Dorf. Das Ding ist, ich weiß halt noch nicht mal, ob dieses Dorf erledigen, ob das halt total sinnlos ist, weil dort gar kein Hinweis kommt. Dieser Ort war für Ulf zu heiß, ein Mann, der es gewohnt war, seinen Bart von Schnee zu befreien. Er meißelte seinen Stein und setzte seine Reise fort. Ja, Ulf, ne? Ulf und der Kultistenmann. An die kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Okay, jetzt ist natürlich direkt neben dem Dorf noch die Loxparty. Ungünstig. Das Wort, was alle Valheim-Spieler verwenden für so einen Augenblick. Das ist ungünstig. Und noch so ein... Ist da jetzt auch noch so ein komisches... So ein Sumpf? Nee, ne? Also so ein Teergelöt. Guck mal, da ist auf jeden Fall Übelalarm. Da kommt schon der erste. Ciao. Und zwar auch ein Sterne-Dude, ne? So, kommt einer von euch? Ciao. Da, 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 da. Ich brauche einen Hinweis auf den Boss. Okay, ich sehe natürlich gar nichts, Leute. Okay, ich weiß nicht, ob du einen getroffen hast von denen. Wow.
Okay. Habe ich halt original keine Zwiebelsuppe mehr. Auch traurig. Okay, wen haben wir denn hier noch so im Angebot? Aber die greifen sich schon mal nie an, ne? Kommt schon wieder ein? Kommt der nächste? Oh, ach, guck mal, da ist auch noch so ein Berserker. Da muss ich aber auch mal wieder ganz schnell los, Leute, ne? Das ist ja klar. Okay, die kommen natürlich alle, ne? Gut, gut. Natürlich nie gut. Eigentlich ist es überhaupt nie gut, weil ich natürlich bei den Berserker gerne diesen Schleichangriff gerne mache als erstes, ne? Damit er erstmal so ein bisschen die Kontrolle seines Lebensbalkens verliert. Aber komm doch. Und Sternemann? Nee. Da, 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 ja, Leute, ich bin, also wenn jetzt in dem Dorf nichts sein sollte, kann es durchaus sein. Wo ist denn der Dude? Kann es durchaus passieren, dass ich vielleicht auch mal nachgoogle, wo ich da einen Hinweis bekomme. Weil, wie gesagt, so ein Dorf zu beseitigen, dauert natürlich auch immer eine gewisse Zeit, ne? Wo ist denn der? Der ist irgendwie weg, oder? Also, der wird mich jetzt gleich wieder erschrecken, wahrscheinlich. Ist ja auch noch so ein Schamanenmann. Ah, kommst du her? Lol. Okay, die kommen jetzt halt, ne? Okay, warte. Uff. Okay, machen wir die erstmal. Ciao. Mal schnell hier rein. Okay, der Brandeffekt hört nie auf, ne? Wenn ich da reingehe ins Wasser. Bist du ein krasser? Ja, also Sternemann. Ciao. Oh, scheiße, das sind jetzt natürlich die Lochse noch, Leute, ne? Riesenmaus. Natürlich ungünstig. Okay. Ist auch nix, ne? Guck mal, wieder direkt schon wieder lauert da der Boy. Nee, ist auch nix, Leute. Mega schade. Vielleicht übersehe ich es auch. Aber was soll ich da schon groß übersehen, oder? Ja, ich habe mir jetzt natürlich hier ordentlich wieder was angelacht, ne? Falls ihr es nie mitbekommen habt. Sind jetzt halt auch alle hinter mir her gerade. Schade. Gut, vielleicht dich erstmal kurz weg. Vielen Dank. Habe ich den Logs abgehängt? Das wäre super. Das wäre richtig gut, ey. Ich frage mich wirklich, wo der vor uns herkam. Zwar wirkte fast so, als wäre der kurz baden oder so gewesen. Okay, cool. Gut, Leute. Wart mal noch auf den Loot. Das tut mir natürlich auch ein bisschen leid jetzt, ne? Dass das wieder so, wieder doch so ein bisschen krampfig ist, die Nummer mit dem Finden. Aber was soll ich machen, ne? Ich werde jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz nachschauen, ob ich da irgendwas verpeile oder so. Denn, wie gesagt, das Dorf immer zu beseitigen, das dauert halt auch mal eine gewisse Zeit und dann. Ja, keine Ahnung. Wir haben ja schon noch ein bisschen Weg vor uns, dann wieder zum Boss zu fahren und dort wieder alles zu clearen. Und ihr kennt doch die Nummer. Deswegen würde ich jetzt das mal ein bisschen vereinfachen.
Und wollte sagen, ich vielen lieben Dank und bis bald bei Valheim. Macht's gut, Leute. Tschüss.